So, und hallo zurück. Ja, dann fahren wir jetzt weiter die Strecke bis zum Ende. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Münster aus der Brück war. Das werden wir nachher sehen. Das muss jetzt die letzte Folge sein dann. Ich habe schon 50 Minuten, weil die andere schon wieder lang. Hey, jetzt ist mal, das dauert immer so ein bisschen, ne? Ja, und jetzt schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ein X haben wir leider schon kassiert. Normalerweise guckt man erst und dann fährt man ab, ne? Aber im Spiegel kann man es machen. So, nächste Halt wäre dann in Twistringen. Kohlewiederzug, der geht garantiert nach Bremen Stahlwerke oder Kohlekraftwerke. Ich glaube, irgendwie was von beides gibt es da in der Nähe. Die 141 bin ich jetzt selber nicht gefahren, nur mitgefahren bei den Kollegen. Damals durfte ich mal, das war recht schön, muss man schon sagen. Ist aber halt schon lange her, da war Ende der 90er, Anfang 2000er, wo ich in der Ausbildung war. Der Kollege war damals auch im Modellbahnclub, deswegen kenne ich den eigentlich auch noch. Da war ich ja auch mal drin in Dornham. Den gibt es ja leider auch nicht mehr, weil das Bahnhofgebäude in Dornham dicht gemacht hatte, weil es zu brüchig war. Schade drum. War eigentlich recht schön immer gewesen. Aber ich bin auch nicht später nicht mehr so viel nach Dornham gekommen. Das hat sich dann auch nicht so wirklich mehr gelohnt dann. Es war halt immer nur einmal im Jahr offen, Tag der offenen Tür. Meine ich, war immer nur einmal oder zweimal im Jahr. So um Nikolaus rum, meine ich. So, mal andere Perspektive vom Zug hier. Eieiei, wieder von vorne. Nicht überfahren. Ah doch, bis Osnabrück, echt eine ganze Stunde dauert er noch, oder wie? Ist okay. Werden das doch wieder zwei lange Folgen. Hatte ich eigentlich nicht geplant, aber okay. Klack, 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 klack. Einfach schön. Alte Knallfrosch hier.
hier auf der Strecke nicht. Ah, ich habe neu installiert, ne? Ist das AP-Wetter nicht. Doch, das ist AP-Wetter jetzt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hatte da, glaube ich, noch kein AP-Wetter zum Reinmachen. Oh, ich muss mal bremsen. Und nicht so viel schnacken. Da stehen wir. Twistring, und da wartet schon ein anderer Zug. Ich glaube, das ist die SE. Der Städte Express, der dann steht. So, dann gucken wir mal, dass wir da weiterkommen hier. Arnsdorf in 13,27 Kilometer. Ist noch grün, sehr schön. Einsetzen, haben wir auch Signal gesehen. Schöne Landschaft hier, schöne Graslandschaft.
zwischendurch ein paar Wälder dazwischen, kleine Dörfer, Städte. Gefällt mir einfach. Ja, man fährt dann ein bisschen rechts vorbei an den Weserbergland, was weiter links eigentlich liegt denn. Ja, mir fehlt leider noch der Abschnitt Hannover-Seelze, also Hannover U-Bahnhof bis Bremen. Das sind ja auch Hannover-Seelze mit bei. Da habe ich auch mal gearbeitet im Rangierbetrieb. Im Rangierbahnhof Hannover-Seelze Süd, glaube ich, Bezirk war das. Mehrheitlich aber eher als Kuppler, nicht als Lokführer. Eigentlich als Rangierbegleiter, aber da habe ich glaube ich eher wenig gemacht im Rangierdienst. Eingangs von vorne kommen, zum Grund auf Grün umgesprungen, bin ich ja mal gespannt, ob da jetzt was kommt. Ja, ich weiß jetzt nämlich nicht mehr aus dem Kopf, was ich da eingebaut habe. Auf jeden Fall die originalen Personenzüge vom Fahrplan her und ein paar fiktive Güterzüge, so ungefähr, was da so fahren könnte. Derzeit war ich ja eher nicht so viel mit der Bahn und der Strecke unterwegs. Nur Nordenham-Bremen aus der Zeit. Ja, man hat hier anscheinend so viel Zeit gelassen, dass man sich sogar ein bisschen verspäten hätte können. Merkt man auf dem Fahrplan her. Oder die Strecke war damals nicht ganz so schnell möglich zu befahren. So langsam Fahrstellen waren, keine Ahnung, eins von beiden. Vielleicht war sie einfach nicht so eng getaktet wie heute. Heute ist ja schon alles ein bisschen enger getaktet. So, Nieshalbbahn, genau. Ja, so waren die Ansagen damals auch wirklich. Waren recht undeutlich meistens, vom Lokführer gesprochen. Ganz selten, dass der Zugbegleiter die direkt gesprochen hatte. Kenne ich nur von einem Zugbegleiter und der hat ja für mich einmal die Zugleiterstimme gemacht für den IR-Zug in der Region. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon gefahren bin. Im Stream, glaube ich, schon mal, oder? Dann halten wir jetzt gleich einen Barnstorm auf. Da können wir uns ruhig ein bisschen Zeit lassen. Wir haben genug Zeit hier, wie man sieht. Sind Vorplan sozusagen schon da.
Jawohl, haben wir es wieder geschafft, die Bremsung hier. Na, weit haben wir es eigentlich nicht mehr. Ja, nur bis Osnabrück fahren wir ja. Also nicht bis Münster durch. Ja, ich glaube, gab es auch keine RE nach Münster, es gab nur eine RE nach Osnabrück. Und dann musste man umsteigen, wenn man mit dem Nahverkehr so fahren wollte. Wenn, dann hat man ja meist sowieso mit einem Wochenendticket eher die Interregio-Züge benutzt. So wie ich das gesehen habe aus verschiedenen Filmen, wurde ich bestätigt, dass das nur 35 Mark damals mal gekostet hat. Das wären heute um die 17 Euro für 5 Personen. Dann hat man es immer ein bisschen mehr beschnitten, weil wir so viel genutzt haben. Schade eigentlich. Ja, die beiden Folgen habe ich jetzt wahrscheinlich dann nicht nacheinander hochgeladen. Also nacheinander schon, aber nicht an einem Tag, die kommen dann an zwei verschiedenen Tagen. Dann wird das mal zweimal Train-Simulator gehen. Ja, schön, IC von damals. Waren damals teilweise aber auch noch BM-Wagen, glaube ich, hießen die. Auch mit eingestellt. Nicht immer, aber teilweise. Oder alte DR-Wagen, aber die hatte ich jetzt hier zum Bauen nicht und ich glaube, das wären auch so viele Fahrzeuge gewesen, die ich hier eingebaut hätte. Dann würde das nachher gerade im Bremer Raum noch langsamer laufen. Der speichert sich ja doch alles ein bisschen in der Hinterhand. Ja, dann können schwächere Rechner das gar nicht mehr benutzen, das wäre auch schade. Aber er stellt aber jetzt hinterher noch mit meinem ganz alten Rechner. Ja, der hatte gerade mal 4 GB RAM-Speicher. Ging auch mitzufahren, also musste man halt ein bisschen in Einstellungen feilen, wegen den Arbeitsspeicher, den man dann ein bisschen virtuell nutzen musste. Und der dann auch auf, ja, da habe ich auch bis zu 16 GB nachher mit virtuellen Arbeitsspeicher. Verlangsamt natürlich dann auch wieder die Festplatte, dadurch wird es natürlich nicht wirklich flüssiger, aber man kann spielen dann. Ich hatte dann auch so gerade mal meine 20 FPS. 15 FPS im Spiel und das natürlich nicht mit voller Grafikeinstellung. So, nächstes Mal kommt Deep Holz, 11 Kilometer. Ein bisschen noch was zu fahren hier. Kollege, leider haben wir gleich Gräfendorfer Gleisentreffer. Hab hier eine Rudersäule. Glück an der Sache ist, dass uns Signalanzeige nicht angebracht ist. Schalte ich gleich an. Also für das Schaden ist es hier weg. Jeder hat ihn gefragt. Jo, da hat meine Frau dann anscheinend eingesprochen. Für Fahrdienstleiter und Trepper. So, also können wir gleich einen Halt erwarten, so wie ich das sehe. Schon ein bisschen einbremsen. So ein Z ist, weiß ich nicht, was ist das? Ein Z7, jetzt habe ich es gar nicht mehr richtig gelesen, gehört, zugehört. Typisch, ne? Männer hören den Frauen auch immer nie zu, oder wie war das? Hey, habe ich schon viel eingebremst von mir. Ja. Ich glaube, da leuchtet schon was. Brauchen wir nicht mehr so viel abbremsen, ein bisschen langsamer. Wir sind halt unter der 65 und dann bei der 45 sein. Innerhalb 153 Metern bei der oberen Bremsstellung. Bremsrad, oh, ich bringe mich schon zu langsam. Aber dann brauchen wir nicht halten. Vor uns ist der 500 Hertz Magnet und da haben wir ein ZS7. Schön, dass das orange anlöchelt in Form eines V.
Da kann man es merken, V, vorsichtig fahren. Also V für Aufsicht fahren. So, jetzt hatten wir natürlich ein auf Sicht fahren, das endet natürlich erst 400 Meter hinter dem Ausfahrsignal. Oh, ich bin schon so schnell wieder. 40 km/h ist Höchstgeschwindigkeit bei auf Sicht fahren. Wir sehen zwar, dass da nichts ist, aber trotzdem müssen wir die 40 einhalten. Könnte ja jetzt auch was an der Weiche sein, weiß man ja nicht. Und dann ist gleist man und dann hat man natürlich, wer die Schuld? Natürlich der Lokführer, genau richtig. Das wollen wir ja vermeiden. Der hat schon alle Schotten dicht gemacht. Der will gar nicht sehen, dass hier meine Frau saß da wahrscheinlich drin beim Fahren ins Leiterhäuschen. So, dann mal los hier. Ist ja schön. 40 km/h, noch ein bisschen Blumen pflücken dann nebenbei. Rollt hier leider nicht so gut der Zug. Hibbelig, hibbelig, hibbelig. Das alles ohne ZS1 hier, das ist so schön. Ja, ich weiß gar nicht, bei einigen hat er einen Fehler gemacht, dass er hier, glaube ich, gar nicht. Aber bei mir auch bei Testfahren, dass der hier mir keinen Grün gegeben hat. Und dann musste, habe ich da einen ZS1, glaube ich, hingemacht. Und dann halt aber, ich weiß das schon nicht mehr. Irgendwas habe ich da hingemacht, dass der auf Fahrt umspringt, glaube ich. Naja, gut. So, jetzt nur noch 400 Meter danach weiterfahren mit den 40. Das ist hier Vorgabe bei der Bahn. Also 400 Meter, ja. Da kann man sehr schön die Kilometer an Tafeln hier nehmen. Da waren ungefähr die 200 Meter. Und dann haben wir gleich da hinten die 400. Dann haben wir Verspätung. Haha. Das gehen. Wir sind ja auch schon unter die 40. Ganz gewaltig. So, und dann können wir Gas geben. Sehr schön, da rechts zu. Guck mal, ein bisschen wieder hinten reinsetzen hier. Ich will schon was anderes sehen, als immer nur das auf dem Führerstand. Gar kein Koffer oben drauf hier, typisch. Keine Fahrgäste im Zug. Ja, halt alte Wagen von 3D-Zug. Er war ja, glaube ich, auch nicht richtig 3D zu, es war noch RW, ach, schlag mich tot, 0361 oder wie die hießen vorher. Ja, glaube ich, schon was älter, wie ich gesagt habe. Ja, schnell nochmal das Signal begucken, aber ist es auf Fahrt? Man weiß nie, hier sind Schuster-Signale, ich habe hier nichts umgestellt. Könnte sein, dass hier auch automatisch noch ein paar Fehler zusätzlich anbauen. Muss man halt rechnen. Oh, da kommt wieder ein Güterzug, ist das? Sieht aus wie ein Autotransporter. Ich glaube, es damals schon die gab, weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Volle Wagen nach Bremerhaven wahrscheinlich. Umschlag. Ey, aber laut immer die Güterzüge.
Ja, da bin ich damals auch schon mal längst gefahren. Mit TX Logistik hatten wir BMW-Züge hochgefahren mit 185, aber eher selten auf der Strecke. Das war eigentlich nur bei anderen Sachen. Wenn da irgendwie Streckensperrung war, von Hannover nach Bremen oder sowas, dann ist man auch teilweise mal hier gefahren, wo Osnabrück. Also gar geben tut es schon auf jeden Fall auf der Strecke hier. Aber es ist eigentlich nicht so viel, meine ich, an Güterverkehr. Das meiste läuft, glaube ich, eher über Hannover als über die Rollbahn. Das war, glaube ich, schon mal mehr. 98 weiß ich es allerdings nicht. Da könnte es noch gewesen sein, dass da wesentlich mehr lief als heutzutage. Und ob es heute wieder mehr geworden ist, keine Ahnung. Bin schon lange nicht mehr im Güterverkehr tätig gewesen, deswegen kann ich da nicht mehr von heute sprechen. Ja, die Polz hat einen langen Bahnsteig, da kann man schon mal mit 60 reinfahren, auch mit den Wagen. Aber der Bremse war eigentlich schon sehr gut, eigentlich zu gut für die N-Wagen. Betonung N-Wagen muss man natürlich normalerweise mit N klein schreiben, weil sonst meint man ein, ja, wie sagt man, so schöne Straßenbahn damit, weil die wird nämlich auch N-Wagen geschrieben, aber halt mit Groß N. Da liegt sehr viel Verwechslungsgefahr drin, ne? Die Eisenbahnfans mögen das ja gar nicht, wenn man da was Falsches schreibt. Muss schon ein bisschen aufpassen. Aufpassen, ne? Muss schon aufpassen. Ich hoffe, es war weich genug, die Bremsung. Bin ich ein bisschen verspätet reingekommen hier. Mal sehen, ob es da noch Häkchen gibt. Wie gnädig ist unser TS heute zu uns? Aber wir haben ja den X in der anderen Folge schon gekriegt. Also Szenario positiv beenden können wir heute leider nicht. Ja, sieht gut aus. Also mit der mal ein paar zu spät kommen hier. Typisch nicht pünktlich am Bahnhof sein. Denn mal wieder los hier. Nächste Halt ist dann in Lempförde. Ja, so ein paar Fotos, Screenshots müssen hier sein. Das muss einfach. Nicht nur für ein Thumbnail. Kommt meistens auch ein bisschen in meinen Steam-Profil rein. Oh, ein Flugzeug landet gerade. Ist aber nett. Dürfen wir wieder begucken hier. Ne, 14 Kilometer noch. Jetzt haben wir lange zu fahren. Bis wir zum nächsten Halt kommen.
Ja, deswegen ist ja auch immer schlecht, einen Break zu machen, dass man die Videos auf, sagen wir mal, 20 Minuten kürzen könnte. Also ich würde das nicht gut finden, zumindest. So, das sind wie für ein Grafikbug eben, ein Ladefehler. Oder kam das, ja, ich glaube, das Licht war ein bisschen oranger uns angelächelt. Und dann beim Nachladen hat sich ein bisschen so, ja, verkuschelt da. Kann man mal bei so einem alten Spiel haben. Das sieht eigentlich recht gut aus für so ein altes Spiel, finde ich, ne? Wenn man überlegt, dass der Train-Simulator eigentlich hier von 2007 stammte. Ja, der uralt Engine, also da ist da schon einiges rausgeholt worden schon. 2007 hätte man auch nie gedacht, so nochmal bauen zu können, wahrscheinlich. Das ist ja eigentlich ein Spiel von Kuyu bzw. EA. Games war ja mal Rail Simulator. Tja, dann wurde das von DTG irgendwann mal aufgekauft. Dann hieß es Rail Works erstmal. Works, nicht mit Jürgen verwechseln, ne? Und nicht mit Jürgen jetzt, ne? Ja, und dann haben sie, glaube ich, was 2011, 2012 haben sie Train Simulator, zumindest 2012 kenne ich, umbenannt. Ja, seitdem wird das ja jetzt jährlich gemacht, seit 12, ist dann 2013, 14, heute schon 2020, kaum zu glauben. So schnell vergeht die Zeit. Tja, das Szenario handelt von 98, ja. Und wir schreiben heute das Jahr noch 2019, kann man mal sehen, das sind auch schon 30 Jahre dazwischen. Gottes Willen. Ne, 30, 20 Jahre. 30, 20 Jahre. Ups. Ja, will mich nicht älter machen hier. Ich glaube nur 20 Jahre. Ja, wenn das Szenario nachfahren möchte, ja, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall nicht günstig, wenn man die Sachen alle nachkaufen möchte, die ich hier verwendet habe. Also da ist schon ein bisschen Train-Simulator sammeln angesagt, besten mehrere Monate, weil das kostet schon einiges hier, was ich an Material verbaut habe. Ich glaube, so bei 150 Euro wird man vielleicht gerade mal so hinkommen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, das ist recht teuer, die einzelnen Fahrzeuge. Die 141 hier beispielsweise mit den N-Wagen kosten 24,95. Die Strecke hier ist, glaube ich, bei, oh, lass mich lügen, 40 Euro knapp auch vielleicht. 30 Euro, ich glaube bei 30 Euro. Ja. Und dann kommen noch die ganzen anderen Fahrzeuge, die dann im Gegenverkehr und so weiter vorkommen. Ja, kommt einiges zusammen. Ich habe es noch nie ausgerechnet, was die einzelnen Szenarios kosten, wenn man ganz neu anfängt. Ja, auf jeden Fall kein günstiges Hobby. Ja, sagen wir mal so, es ist günstiger als Modellbahn, aber immer noch teurer als so andere Spiele wie, das kann man da vergleichen, GTA 5 wird man nie so viel Geld ausgeben. Für irgendwelche Mods oder DLCs, die jetzt man da kriegen könnte wahrscheinlich. Flugsimulatoren sind teilweise sogar teurer noch vielleicht, wenn man da Flieger hat, die teurer sind, aber sonst glaube ich, kommt kein anderes Spiel mit den Preisen. Gleich schon mal in Lemförde. Da kommt noch Boomte und danach müsste dann schon irgendwas noch bekommen. Ein bisschen Perspektivenwechsel wieder.
Der Vorteil natürlich gegen Modellbahn ist, wenn man einmal so ein Modell gekauft hat, kann man es trotzdem mehrfach in ein Szenario draufbauen. Gibt es extra welche mit dynamischen Nummern, die dann auch verschiedene Endnummern anzeigen. Tja, da müsste man natürlich ein bisschen mehr ausgeben. Ich glaube, eine Lok kostet heutzutage auch schon um die 100 Euro. Ja, also wenn man 5 Loks auf so einer Strecke bauen wollen würde, müsste man auch schon 5-mal das ausgeben. Ja, in dem Sinne ist es natürlich dann etwas günstiger, in Anführungsstrichen. Ja. Aber die Loks hier von VR sind halt sehr gut. Die haben die PCB-Einrichtungen vernünftig simuliert. Bremsen tun sie so gut wie eigentlich ganz gut. Fast real, gut. Bisschen stark hier. Oh, das habe ich schon auf Mut ausgemacht hier. Sind zwar ein bisschen stark manchmal, aber es geht. Hier fehlt eigentlich auch der Notausknopf. Fällt mir gerade auf, glaube ich. Ich glaube, hier gab es auch einen. So, müssen wir ein bisschen schneller bremsen, weil wir jetzt die PZB dran haben. Innerhalb, ja, wie war das noch? 23 Sekunden, glaube ich. Unter 85. Und dann gibt es sonst gibt's eine Zwangspause. Nächster Halt, Lärmförde. Jo, danke. Wissen wir auch Bescheid jetzt. Thank you for traveling Deutsche Bahn. Ne? Ich glaube, hier war 60er Einfahrt. Ja, meine Streckenkenntnis lässt sich nicht täuschen. Aber für Bremsen trotzdem was dauert halt ein bisschen bei. Klotzbremsen und Bremsschlampe P müsste das hier sein. Bei den Personenzügen. 341. So, auch die 60 schon rausfahren. Jetzt kommen wir da ein bisschen zu spät rein, denke ich. Also Geschwindigkeit muss man schon ausfahren. Und gerade bei so Personenzügen ist schwierig sonst. Gut, am Anfang, wenn man dann noch ein bisschen lernt, kann man schon sagen, zum Lernen ein bisschen weniger. Da wird man aber dann automatisch auch schneller. Man möchte ja selber pünktlich sein für die Fahrgäste und dann macht man das mit der Zeit auch. Man muss ja nur dran denken, dass man eventuell auch selber mal mit der Bahn fährt und der Kollege möchte... Sollte dann ja auch zumindest so zügig sein, dass man auch selber pünktlich ist dann, ne? Ups, habe ich Z gedrückt. Ich glaube, ich habe mich falsch gedrückt. Aber nachdem ich nochmal T gedrückt habe, bin ich aufgegangen. Ich glaube, Z war sonst Hauptschalter, aber ich muss wohl nicht richtig eingedrückt haben. Der hört sich nicht an, als ob der ausgegangen ist. So, gucken wir mal, wie viele Leute da noch ein- und aussteigen. Wo kommen eigentlich die Leute her? Da hinten ist der Übergang und hier kommen die her von der Richtung. Habt ihr einen Schleichweg genommen? Nee. Aber ich glaube, so viel Zeit habt ihr nicht mehr hier zum Einsteigen. Muss ich ein bisschen beeilen, ein bisschen laufen, hopp, hopp, hopp. Sonst die Türen gleich dicht. Ja, ist nicht mehr lang. Immer so eine Lok dran. Ich habe Pech gehabt. Jetzt ist sie schon im Zug. Das sind so kleine Fehlerchen hier noch. Ich glaube, das kriegen die auch nicht mehr raus. Das ist gleich auch vom Bauen der Strecke. Also wenn man die nicht, glaube ich, nicht zu nah dran baut, dann gehen sie nicht in den Fahrzeugen und verschwinden dann nicht oder so. Irgendwie war da was. Deswegen gibt es diese kleinen Fehlerchen hier. So, wollen wir die Dame nochmal da raussuchen. Aber sie geht nicht, so müsste man auch. So, dann denken 60, ich muss noch freidrücken. Ja, habe ich eben schon gemacht, ohne dass ihr es gesehen habt. Bin nett, ne? Ja, wenn man weiß, wie die funktioniert, dann kann man auch eigentlich auch ohne drin zu sitzen sich das merken. Klappt aber auch nicht immer, wenn man ein bisschen vergessen ist. So,
60, auch ausfahrtmäßig. Ja, wenn man einfach 60 jetzt hat, dann heißt das nicht automatisch, man hat auch Ausfahrt 60. So, dann mal los hier. Wo fahren wir nach Bohmte jetzt? Wieder 10 Kilometer. Und danach kommt Osnabrück. Wird dann wieder ein 50 Minuten Stream werden hier. Stream, sag ich, Video. Naja, gut. Schade, schade. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Also lang weniger zu machen, da bin ich. Da habe ich wahrscheinlich auch die falschen Spiele. So, haben wir alle schon hochgeschaltet, alle Stufen, mehr gibt's nicht. Und Drohne, wir fahren durch Drohne. Interview. Schick, schick. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Szenario hier gemacht habe, gab es noch nicht, oder hatte ich, also gab es schon, ich hatte die noch nicht von 3D-Zug, die Wagen. Deswegen schienen die Fahrradabteile. Eigentlich waren die ja ohne Steuerwagen. Ich glaube, die Steuerwagen kamen erst so 99 bis 2000 so erst raus, so richtig. Für Interregio, wie ich noch weiß, und davor waren eigentlich immer Fahrradabteile dran. Und die hatte ich noch nicht gekauft, deswegen hängen die hier nicht dran, aber im Interregio-Szenario, da hatte ich die dann schon. Natürlich werde ich die Link von diesem Szenario und vom Trennsimulator dann noch einstellen. Im Link zum Szenario sind auch die ganzen Sachen drin, die man braucht, um das zu spielen. Muss man immer eine Readme lesen, dann muss man das alles installieren. Auf jeden Fall sollte man sich ein bisschen schon auskennen, wenn man solche Szenarien haben möchte. Dann sollte man sich ein bisschen mit den Ordnerstrukturen von Trainingsimulator auskennen und sich ein bisschen beschäftigen. Also das Spiel ist jetzt nicht unbedingt was für jemand, der installieren will, fahren will und fertig. Also da muss man ein bisschen häufig schon doch die Hand selbst anlegen hier. Sollen wir mal gucken, wo fahren wir denn? Ja, grün auf alle Fälle, an grün vorbei. PZB-Taste. Ja, wachsam ist normalerweise so ein kleiner Pönöpel drauf. Aber hier anscheinend nicht. So wie hier beim Sanden, glaube ich. Ja, genau. Da ist meistens auch so ein Pönöpel dran. Außer es hat mal wieder jemand geklaut. Abgenommen. Ich weiß nicht, ob jemand für zu Hause braucht. Manchmal gibt es ja so Kanalratten hier. Hier ist Klauen auf den Loks. Ja. Stimmt, hier war auch lange Rampfahrt im Bohmte.
Sekunde bremsen auf unter 85 und 23 Sekunden. Jo, kann man schon wieder ein bisschen lösen, nicht dass wir zu schnell, zu langsam sind. Aber wir dürfen mit 60, muss ein bisschen dran denken, dass ich frühzeitig auslöse. Nächster Halt, Bunte. Schön, schön. Also die Strecke ist echt schön, richtig schön gemacht. Muss man schon sagen. Also mir gefällt die. Prima Strecke. Prima Münster. Ja, soll ich nochmal ein Video machen von Interregio? Möchtet ihr lieber, dass die Fahrten dann komplett in einer Folge sind oder nicht? Das könnt ihr mir dann gerne sagen, hier an dem Zug von damals. Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist, ein kompletter Zug durchgängig oder lieber aufgeteilt. Weil meine Szenarien selber sind auf jeden Fall auch schon immer recht lang. War eigentlich schon immer so. Weil ich bin ja selber Lokführer. Und dann mag man nicht so hier so kleine 20-Minuten-Aufgaben. Also ich zumindest nicht. Ja, hier wieder die Rangierer unterwegs. Was beladen die hier gerade? Nix. Und ganz viel Loks hier rumstehen. Ich sollte auch nochmal bremsen. Aber bremst so gut hier. So ein Aufpassen, wie nicht so schnell bremst hier. Schon sind wir wieder da. Dann kommt nur noch ein Halt, dann sind wir schon in Osnabrück. Na, ich weiß auch nicht, soll ich auch mal ein Video machen über Editor, Szenario Editor. Nochmal so ein richtiges, jetzt mit neuen PC, weil dem alten hatte ich es ja mal gemacht, aber da, ja, ist es ja so ein bisschen stockig. So, natürlich habe ich die Freitaste gedrückt, ohne euch was zu sagen. Würde jetzt ein Wechsel blinken sein. So, jetzt nach rechts wieder rüber. Oh, 24 Kilometer bis Osnabrück. Das ist eine lange Strecke. Ja, mal sehen, ob überhaupt jemand bis dahin hier durchguckt. Aber sind wir schon vorbei aus dem gleichen Bereich? Ja, wir haben nicht so lange gezogen mit, ne? Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr bis hierhin gekommen seid schon. Ja, Grafikeinstellungen habe ich alle auf ganz hoch geschraubt derzeit. Mal sehen, wie das dann aussieht. Absturz hatte ich jetzt noch nicht. Habe ich in den letzten Tagen ja ein bisschen häufiger dann mal wieder den Train-Simulator gefahren, 2020. Ja,
Mal sehen, wie die Aufnahme in Größe hat hier. Ich habe ein bisschen an der Grafik einstellen, Quatsch, gerade an OBS gearbeitet. Ganz schön große Dateien geworden jetzt. Ich muss mal gucken, ob ich das wieder ein bisschen runterstufe. Aber das wird sonst ein bisschen zu riesig. Also eine war 12 GB groß hier. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen zu kleine Einstellungen drin hatte. Da hat man doch so ein bisschen das gemerkt, dass der dann ein bisschen schlieren wirft, die Grafik beim Aufnehmen. Wirkt dann nicht so schön. Und hier mit 60 FPS lohnt sich sowieso nicht, weil meistens der geht hier trotzdem ein bisschen runter. Da merkt man das nur noch ein bisschen mehr, finde ich. Bei so einem alten Spiel lohnt sich es mal nicht allgemein nicht so mit hohen FPS-Zahlen. Ja, könnt ihr noch mal schreiben in den Kommentaren, wie euch die Szenario gefallen hat. Wenn das nicht so teuer wäre, ob ihr das dann trotzdem mal kaufen würdet, alles zusammen. Würde mich mal einfach interessieren. Weil ja, das Szenario ist natürlich extrem teuer, wenn man alles zusammen kaufen muss noch. Ja, richtig schön hier mit den Pflanzen gemacht hier. Rechts und links gefällt mir. Schön grün. Fahren ja auch im Sommer. Müsste man eigentlich ein Herbstszenario fahren und herstellen. Ein Herbstszenario hatte ich ja schon gemacht. Habe ich ja auch schon Test gefahren im Stream mal. Ja, den muss ich noch ein bisschen fertig machen. Da fehlen noch ein bisschen was. Ist allerdings ja im Dunkeln. Ich habe noch 110, nicht mehr so viel Gas geben. 17 Kilometer bis Osnabrück. Das sieht man hier unten in der Hut so schön. Ja, es fehlt mir im TSW ein bisschen. Also so die Hut war hier im Trainingssimulator noch ein bisschen schöner. Osterkappeln gibt es leider anscheinend keinen Bahnsteig mehr. Schade. Wahrscheinlich wegen dem starken Bogen hier drin sein. Sonst wird er wahrscheinlich zu schnell abgenutzt. Auch die Räder im Bogen werden ja häufig zu schnell abgenutzt. Dann regelt man die Geschwindigkeit in diesem Bogen dann meist ein bisschen runter. Ist auch bei Steigungen so. Da die Bögen auch recht hoch sind. Halt einfache Verschleißärmer. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so auffällt oder jetzt vielleicht vom alten PC, der das nicht konnte. Auf jeden Fall sieht das hier viel mehr nach grün aus als vorher. Ja, bin ich begeistert. Wundert mich ein bisschen. Lohnt sich jetzt hier nicht wirklich auf 120 zu gehen. Da
Weil wir aber sonst ein bisschen Verspätung reinholen, reinfahren. Muss man schon machen. So, dann müssen wir glaube ich nochmal mit Zug von vorne kommen. Ich weiß gar nicht was da war. Bei den 110 war eigentlich immer ein Zug, ne? Ich glaube eine Regionalbahn oder ein Regionalexpress, wenn mich nicht alles täuscht. Wachsam bedienen, da wird irgendwo ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt liegen und wenn man da wirklich zu schnell sein sollte, was bei 120 eigentlich nicht sein dürfte, da haben wir den Regionalexpress, nein, da ist sogar ein IC, aber wenn man dann mit 15 km schneller sein sollte als erlaubte Geschwindigkeit, dann wird sowieso automatisch gebremst, da wir hier aber allgemein schon nur 10 km drüber sein können, wird hier wahrscheinlich kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt liegen. Ja, man merkt, man kommt weiter südlich, es gibt schon wieder mehr Hügel. Und ja, kann man nicht mehr so durchgucken, weil links und rechts, ja, bisschen schnell, wenn man so viel guckt draußen, dann guckt man nicht mehr auf der Geschwindigkeit, nicht gut. Aber im Simulator geht's noch. So, dann wollen wir wieder beschleunigen. Klack, 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 klack. Klack, klack. Einfach schön. Und hier noch ein Waldgebiet hier. Sehr schön, sehr schön. Was da hinten? Was kommt da? So schwarzer Rauch raus. Ist da irgendwo eine Fabrik oder so? Oder sind das die Wolken im Hintergrund? Ein bisschen Zwergast hier rumfahren. Da ist ein Nahverkehr, den ich meinte wahrscheinlich. Und wir haben immer noch grün, sehr schön. Dann wird es gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen stockiger, weil dann kriegen wir den Großbereich Osnabrück. Da stehen natürlich auch viele Züge und Wagen drum. Und dann kriegt der das Simulator das nicht mehr so gut gebacken, alles zu berechnen. Ich habe auch wie gesagt keine SSD-Festplatte, deswegen wird das da ein bisschen stockiger sein, denke ich. Schauen wir mal.
wieder die 110 oder 121 dürfen sie nicht fahren mit dem Fahrzeug. Komplette Unterregeln hier. Dann sind wir gleich in Osnabrück angekommen. Man sieht, stockt hier so langsam. Er lädt jetzt erstmal ganz Osnabrück nach. Hier Güterwagen, Gütergleise, da stehen meistens ein paar Züge drin. Links, glaube ich, erstmal die Dieselfahrzeuge, die hier abgestellt werden. Noch weiter da hinten haben wir dann, wo die E-Loks abgestellt werden. Ach, da fährt gerade ein Zug auch raus. Ich glaube, hier hatten wir 40 und nicht 60, da muss ein bisschen mehr abbremsen. Ja, ein paar Personenwagen stehen hier rum. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten den Endhaltepunkt Osnabrück Hauptbahnhof. Wir danken Ihnen für die Reise mit der Deutschen Bahn und freuen uns, Sie bald wieder im Bahnhof begrüßen zu dürfen. Bitte alle Fahrgäste aussteigen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, hat mich gerade unterbrochen. Ich wollte eigentlich noch sagen, ja, ist doch eine 6 dran. Das sind nämlich nicht noch mehr abgebremst. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr so 100%. Da geht es dann runter zur Schleife Richtung Bad Bentheim und so weiter. Rheine. Da bin ich auch schon mal längs geguckt. Ich weiß nicht, wie heißt die Pluskurve? Keine Ahnung. Ich will nichts Falsches sagen, kann auch sein, dass sie anders hieß, aber so glaube ich, ist die. Da bin ich auch schon ein paar Mal längst gebucht. CFL Cargo immer Bad Bentheim, da ging es auch mal darunter. So ein Abschnitt 4B halten, also vor dem Signal halten gleich. Das gleich kommt. Ich denke, normal hätte hier bestimmt hier eine 40er Einfahrt gegeben. Keine 60er, wenn wir hier auf das Signal zufahren. Aber okay, ist nicht so schlimm. Aber wir haben es ja geschafft. Wir sind angekommen. Einigermaßen planmäßig. So, jetzt müssen wir theoretisch eigentlich einmal abrüsten, auf einen anderen Führerstand die SIFA hier unten ausschalten, die musste hier irgendwo unten der Ausschalter eigentlich sein. Und dann müssen wir auf die andere Seite zum Stromabnehmer heben und dann zum Steuerwagen da alles aufrüsten und dann würden wir theoretisch wieder in die andere Richtung wegfahren. Ja, ist natürlich jetzt hier nicht simuliert. Wäre auch ein bisschen viel und lang, dann ist er jetzt schon recht lang geworden, das Szenario, wie man merkt. Ja, da ich die Scarlett, das Scarlett-Tool nicht habe für die Zugsleinzeigen, habe ich bis jetzt mich daran nicht gewagt, daran zu gehen. Ist sonst ein bisschen, geht zwar auch ohne, aber ist dann weit schwieriger mit den ganzen Texturen aufbauen und so weiter. Ja, das mache ich dann eher weniger. So, warten wir noch, bis er sagt, dass wir den nicht geschafft haben, dass er ja, also dass es nicht vollständig ist. Dauert immer ein bisschen, bis dann habe ich noch 35. Okay, bitte bis 35 sagen, das Szenario nicht vollständig. Aber wir kriegen ein geschafft Nachricht. Nicht weil wir das alles geschafft haben, sondern weil wir am Ende dieses hier richtig gemacht haben. Jo, genau. Bin ich ja mal gespannt, wie es klappt.
Wie ich gesagt habe, geschafft. Gut, Kollege, du hast es geschafft, zumindest aus dem Brück pünktlich anzukommen. Sehr gut. Hast dir also die kleine Verschnaufpause verdient, um nachher von Osnabrück wieder nach Bremen zu fahren. Also genieße die Zeit, dein Disponent. Ja, er sagt natürlich, ja gut, das hat er das alles rausgeschmissen. Zielort reicht. Szenario abgeschlossen. Okay, macht er hier trotzdem hier. Dann danke ich schon mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann mal sehen, welche Szenario wir dann fahren. Und wie lange es dann geht. Oh, 150 Minuten. Nee, Quatsch, 1 Stunde und 50 Minuten. So. Naja, bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss, tschüss.